Der nächste Abschnitt unserer Reise führt uns von Essaouira bis Akzd. Die Stadtmauer von Essaouira vorbei an ein paar neu gebauten Hotels und dann durch das alte Viertel, denn wir wollen noch einkaufen gehen, bevor wir den Campingplatz aufsuchen. Und diese Kutschen warten wohl auf die Touristen. Von Essaouira aus geht es ca. 20 Kilometer Richtung Marrakesch, um auf den Campingplatz Natur zu kommen. Und auf diesem liebevoll angelegten Platz werden wir 3 Tage bleiben. Er gehört einem französischen Ehepaar und ist perfekt für Essaouira und zum Erholen, wie man sieht. Essaouira wurde bereits im 7. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Nach den Römern kamen Berberstämme an die Regierung und im 15. und 16. Jahrhundert die Portugiesen. Sultan Ben Abdallah gründete die Stadt Ende des 18. Jahrhunderts als Hafen- und Handelsstadt. Und trotz des hohen Touristenanteils finden wir hier einen absolut einheimischen Zug. Und wir können uns gar nicht satt sehen an den vielen schönen Schmuckgeschäften. Hier wird hauptsächlich Gold und Silber angefertigt. Trotz des eisigen Windes, der heute herrscht, gehen wir auf die Festungsanlage, denn von der wehrhaften Scala della Caspa hat man einen sehr guten Blick in die kleinen Handwerksbetriebe darunter. Und wieder einmal Kanonen aus Bronze und Eisen. Bei uns gibt es Tagine. Durch den hier herrschenden konstanten Wind ist Essaouira ein sehr beliebtes Kiter- und Surferziel geworden. Aus der Frucht des Arganbaumes stellen die Frauen handgepresstes Speiseöl und Kosmetik her. Nach 3 erholsamen Tagen brechen wir auf in Richtung Marrakesch. Wir kommen durch Sidi Mokhtar. Das Städtchen Oudaya. Und dann diese Landschaft. Camping Relais de Marrakesch. Hier erwartet uns ein Kaschba-Hotel und ein sehr schön angelegter Campingplatz mit Swimmingpool, Restaurant und allem, was das Herz begehrt. Auch dieser Platz wird französisch verwaltet
Und dadurch können wir einen Pastis als Aperitif trinken, denn das Lokal hat eine Lizenz für Alkoholausschank. Am nächsten Morgen geht es durch einen großen Palmenhain in Richtung Marrakesch. Hinter der Koutoubia-Moschee finden wir einen bewachten Parkplatz für den ganzen Tag. Das Minarett der 1162 erbauten Moschee ist gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt, ein blühender Jacaranda-Baum. Vor dem Jemaa el-Fna-Markt, dem ehemals mittelalterlichen Markt und Henkersplatz, stehen viele Kutschen für die Touristen bereit. Aber wir erkunden die Stadt lieber zu Fuß. Jetzt am Vormittag sind die Souks noch angenehm leer. Das berühmte Café de France. In den Souks wird seit Jahrhunderten gekauft und verkauft und manchmal scheint die Zeit stillzustehen. Und so lassen auch wir uns durch die Gassen treiben. Die Gassen sind hier so schmal, dass nur Esel oder Moped durchkommt. Hier werden kunstvoll angefertigte Kamelsättel angeboten. Und nebenan werden Messinglampen gelötet. Circa 10 Minuten entfernt vom großen Marktplatz stoßen wir dann auf die große Koranschule, die Medersa Ben Yusuf. Obwohl im 14. Jahrhundert gegründet, erreicht sie ihre volle Pracht erst 1556 unter Sultan Abdallah al-Ghalib. Die Mashrabiya-Technik wurde an den Fenstern des Obergeschosses meisterhaft angewendet, ein Gitterwerk aus gedrechselten, auf Stifte gezogenen Zederholzteilen, die zu geometrischen Ornamenten ineinander gesteckt wurden. Und hier sind die Waschräume untergebracht. Das Wohnheim mit 150 Zellen für ca. 900 Studenten befand sich im Obergeschoss. Und dort oben entdecken wir eine kleine marokkanische Hausammer. Der prächtige Innenhof mit Wasserbecken. Mehrfarbige Kachelmosaike, Stützpfeiler mit Stuckkapitälen, Stuckornamente und arabische Schriftbänder zieren die Wände. Im Anschluss werden wir von einem jungen Mann ins Gerberviertel gelotst. Dort möchte er uns die Arbeit dieser Menschen erklären. Gegen den starken Geruch bekommen wir jeder ein Büschelchen Pfefferminze. In großen Betonbottichen werden die Felle in Kalk und Taubenkotsud eingelegt, so lange, bis sich alle Verunreinigungen gelöst haben und das Fell sichtbar wird. Gegerbt wird Ziege, Schaf, Kamel und Rindsleder. Gut. Gut? Ja. Ziege? Ja, sehr gut. Im Anschluss werden die Lederstücke zum Trocknen ausgelegt. Das Schabemesser wird geschliffen und dann muss jedes Stück einzeln vom Fett und Fell befreit werden. That's enough. Und auch wenn dieser Beruf durch den Besuch der Touristen aufgewertet wird, wollen die Männer bei dieser Arbeit nicht fotografiert werden. Ein marokkanisches Sprichwort sagt, kannst du nur eine Woche in Marokko verbringen, verbringe sie in Marrakesch. Hast du nur eine Stunde Zeit, verbringe sie auf dem Jemaa el-Fna-Markt. Auf dem Weg zurück kommen wir noch an einer Henna-Malerin vorbei. Sie bemalt auf Wunsch Hände oder Füße. Und den Rest des Tages verbringen wir in der schönen Campinganlage. Am nächsten Tag fahren wir mittags in die Stadt, da wir heute den Abend auf dem Jemaa el-Fna-Markt erleben wollen. Hier heißt es, Augen offen halten.
Auf dem Parkplatz hinter der Kutubia kann man auch mit dem Wohnmobil über Nacht stehen. Auf dem Weg in das alte jüdische Viertel wird Wolle aufgeladen. Und in manchen Straßen duftet es wunderbar nach diesen Gewürzen. Meller kennzeichnet immer das traditionelle jüdische Viertel einer Stadt. Und dann sind wir zurück auf dem Fnahmarkt. Langsam versammeln sich hier die Tänzer, Märchenerzähler, Jongleure, Verkäufer, Schlangenbeschwörer und wir fühlen uns wie in einem arabischen Märchen. Und dann geht alles sehr schnell und schon habe ich die Schlange um den Hals. Er muss gesehen haben, dass ich keine Angst davor habe. Hier ist es selbstverständlich, dass man den Künstlern etwas Geld gibt, bevor man sie fotografiert, denn sie leben davon. Die Plätze um die Garküchen füllen sich langsam mit Touristen und Einheimischen. Hier werden Flaschen geangelt. Von Erwachsenen und Kindern. Und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Auch wenn Wasserschnecken nicht jedermanns Geschmack treffen dürfte. Dieser Musiker spielt gleich eine Ribab für uns, eine marokkanische Streichlaute. Aber zuerst der Muezzin. Es wird langsam dunkel und wir sehen kleine Lichtbälle, die in die Luft geworfen werden. Man kann sie kaufen. Es ist dunkel geworden und so langsam werden auch wir uns auf den Heimweg machen. Denn wir müssen ja noch zu unserem Campingplatz kommen. Und dann verfahren wir uns. Kein Wunder. Diese Stadt hat 930.000 Einwohner und bis in die Nacht hinein herrscht hier reger Verkehr. Am nächsten Tag geht es noch einmal in die Königsstadt. Der Palast eines ehemaligen Großviziers aus dem 19. Jahrhundert. Durch seine üppig bepflanzten Innenhöfe gelangen wir in die Räume. Es sollen bis zu 160 sein. Sie sind meistens leer und lassen doch das luxuriöse Leben der damaligen Herrscher erahnen. Immer wieder neue, kunstvoll gestaltete Decken aus Zedernholz. Und bitte, wo geht es hier? Zum Tor Bab Agnou, eines der 19 Tore der Medina von Marrakesch und im 12. Jahrhundert unter der Dynastie der Almohaden erbaut. Nach vielen Fragen finden wir auch den Eingang zu den Saadia-Gräbern. Diese Nekropole aus dem 16. Jahrhundert wurde erst 1917 wiederentdeckt. Sie wurde von Ahmed el-Mansur, dem zweiten Sultan aus der Familie der Saadia, für die Nachkommen gebaut. Er selbst starb 1603.
Hier befinden sich die Gräber von 7 Sultanen und 62 Angehörigen, also auch Frauen und Kinder. In dem prächtigen Saal der 12 Säulen ist die letzte Ruhestätte von El-Mansur, der einst Timbuktu eroberte. Von der Terrasse des gegenüberliegenden Cafés aus haben wir einen schönen Blick über die alte Moschee und die Kaschba. Am nächsten Morgen dann verlassen wir diese beeindruckende Stadt und dann geht es entlang am Boulevard Mohammed VI. Mit seinen unglaublichen Hotels und der prächtigen Gartenanlage in der Mitte der Straße. An der Straße entdecken wir dann die ersten Lehmdörfer am Hang. In Asni, einem kleinen Ort in Hohen Atlas, wohnen fast 100% Berber. Es leben ca. 18 Millionen von ihnen in den nordafrikanischen Ländern. 10 Millionen sprechen Berberisch und der Rest Maghreb-arabische Dialekte. An der Straße werden uns immer wieder Versteinerungen und Bergkristalle angeboten. Weiter geht es bei bedecktem Wetter durch kleine Berberdörfer immer bergauf. Die große Kaschba Tagundaft liegt auf 1300 Metern. Nicht weit entfernt davon schmiegt sich Dorf und Moschee Tinmal an den Hang. Hier war die Keimzelle des Almohadenreiches. Bisher ist uns Gott sei Dank noch keiner der großen Lastwägen entgegengekommen, die hier ebenfalls fahren. Bei 2100 Metern haben wir die Passhöhe des Tisin Test erreicht und schauen stolz zurück auf die Strecke, die wir bereits gefahren sind. Und ab hier geht es wieder bergab. An den meisten Stücken dieser Straße fehlt die Seitenbegrenzung. Dann haben wir wieder das Tal erreicht. Die alte Berberstadt Tarudant erwartet uns mit besonders engen Gassen. Tarudant war einmal Hauptstadt des Landes und ist eine der ältesten Städte Marokkos. Wir haben gelesen, es sei eine sehr konservative Stadt, aber das können wir nicht bestätigen, denn wir finden viele junge Menschen, die genauso gekleidet sind wie bei uns. An der 6 Meter hohen, kilometerlangen alten Stadtmauer beim Hotel Salam gibt es einen 24-Stunden-Parkplatz und hier dürfen wir übernachten. Es sieht so aus, als würden auch hier die Einheimischen ihren Abend ausklingen lassen. Nach einer durch Wind und Menschen gestörten Nacht fahren wir am nächsten Morgen diese ellenlange Mauer entlang. Nachdem wir auf keinen Fall auf der Hauptverkehrsstraße fahren wollen, geraten wir auf einen Feldweg, da wir an der gesuchten Straße wohl vorbeigefahren sind. Aber dafür sehen wir die berühmten Ziegen in den Arganbäumen. Und dann geht's wieder zurück. Vorbei an Orangenplantagen in Richtung Agadir. Auf dem Hügel steht Gott, Vaterland und König. Agadir, eine im 15. Jahrhundert von den Portugiesen gegründete Stadt, wurde 1960 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört. Uns interessiert hier besonders das Berbermuseum.
Der massive Silberschmuck soll Unheil abwehren und ist gleichzeitig eine Kapitalreserve für Notzeiten. Zum Abschied noch ein besonders schönes Lächeln des Bankbeamten. Ein paar Kilometer außerhalb von Agadir finden wir dann einen Campingplatz mit Strand. Und so sieht arabisch-touristisches Strandleben aus. In den Pausen, bis wieder Touristen zum Reiten kommen, wird ein wenig geruht. Wir hatten uns vorgenommen, hier ein paar Tage am Strand zu verbringen und zu baden. Aber der Nebel macht einen Strich durch die Rechnung bei einer Außentemperatur von 10 Grad. So fahren wir weiter und hier reiht sich ein Hotel neben das andere. In dem kleinen Ort Inesgane ist heute Markt und wir verfahren uns wieder einmal und stecken plötzlich mittendrin zwischen auf- und abladenden Händlern. Ein Geheimtipp: Tifnite, das Fischerdorf. Wir haben es uns etwas anders vorgestellt, vielleicht ein wenig zivilisierter. Vor allem, als sich einer der Einheimischen einfach neben uns in den Sand hockt, um sein Geschäft zu verrichten. Wir fahren lieber weiter. In der Auberge de Dune, unterhalb der Xar Massa, können wir campen. Es ist schön hier und still mit Blick auf Atlantik. Hier gibt es einen Eingang in den Sumassa Nationalpark, berühmt wegen seiner Vögel. Und nachdem sich auch der Nebel verzogen hat, wandern wir los. Man hat bis zu 275 verschiedene Vogelarten gezählt, darunter Reiherarten, Racken, Enten, Säbelschnäbler und viele andere und auch den Waldrapp. Wir bekommen nur wenige davon zu sehen. Vor Biugra begegnet uns dann diese Kamelherde auf der Straße. Wir fahren am Fluss Eid Bahar entlang und dann sehen wir unsere erste Speicherburg, eine Ahadir, in der die Berber bis heute ihre wertvollsten Dinge unterbringen. Im Ort Eid Bahar werden wir umgeleitet und verlieren dadurch völlig die Orientierung, denn auf unserer Landkarte sind diese kleinen Straßen nicht eingezeichnet. Diese Fahrt durch den Anti-Atlas wird zu einem reinen Vergnügen mit traumhaften Landschaften und wir sind praktisch allein auf der Straße. Über die Hänge ziehen sich immer wieder Terrassenfelder. Auf vielen Hügeln stehen Achadire, mal verfallen, mal besser erhalten. Und dann das Xarbergdorf Tisurgane auf 1000 Meter Höhe, leider für Besucher heute geschlossen. Das Thermometer ist inzwischen beinahe wieder auf 40 Grad angestiegen. Unser Ziel ist heute Tafraout. Das ist der sogenannte Napoleonshut in dem Dorf Agard Udat. Wir können uns gar nicht satt sehen an dieser Landschaft, die vulkanischen Ursprungs ist. Diese kurze Querfeldeinstrecke ist wieder mal ganz nach unserem Geschmack. Und so schaukeln wir uns von Felsen zu Felsen. Und selbstverständlich wollen wir auch die blauen Felsen bewundern, die 1984 von dem Belgier Jean Verrame in 1200 Meter Höhe bemalt wurden. Auf dem winzigen Campingplatz Granit Ros sind wir dann ganz alleine und haben eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft und auf marokkanische Boulespieler. Es wird uns mitgeteilt, dass große Wasserknappheit herrscht. Dusche und Toilette ist nur von 8 bis 10 Uhr morgens mit Wasser versorgt. Das bedeutet, man spült die Toilette mit einem mit Wasser bereitgestellten Eimerchen nach.
Das kleine Bergdorf Tasca, nur 1 Kilometer von Tafraout entfernt, bestand ursprünglich aus Lehmbauten. 2009, 2010 wurde der größte Teil davon durch Regenfälle zerstört. Der Ort liegt in einer großartigen Granitlandschaft im westlichen Antiatlas. So fragen wir uns durch zu der prähistorischen Felsritzung einer Gazelle. Sie konnte bis heute nicht datiert werden. Von dort machen wir uns auf ins Aitmansur-Tal. Das ist ein 91 Kilometer langer Rundkurs und endet wieder in Tafraout. In den ausgetrockneten Flusstälern blüht mannshoher Oleander und dann geht's auch schon hinein in die Berge. Auf dieser kleinen, schmalen Straße sind wir wieder mal alleine. Und ab hier folgt die Route einer Palmen- und Oleander-gesäumten Straße entlang des Flussbettes. Der kleine Ort Thiuri wird von Palmenhainen umsäumt und von hohen rotbraunen Felswänden eingeschlossen. In dem ganzen Tal bilden die Palmwedel über der Piste ein Dach. Das ist wohl eine der schönsten Routen, die wir bisher gefahren sind. Viele der hier ansässigen Berber sind zum Geldverdienen in die großen Städte gezogen. Mit diesem Geld bauen die zurückgelassenen Familien sich Häuser. Nicht aus traditionellem Stampflehm, sondern aus Bruchstein. In Afella Igir endet dann die ausgebaute Teerstraße und hier beginnt die Piste. Wir fahren auf der Piste weiter zur Schlucht von Timgelchte. Kurz danach gibt es die Abzweigung zu einer aufgelassenen Goldmine.